einmal ganz kurz vorweg, warum mache ich so ein Übersichtsvideo? Mhm. Was mir bei YouTube ein bisschen ja, böse aufstößt, mal klar, du kannst deine Videos in Playlist einfügen, aber irgendwie sind das manchmal, wenn du ein Thema hast in der Schule, relativ abgehackte Videos. Du musst dann selber googeln, selber suchen, beziehungsweise auf einem Kanal, sodass du eine Lerneinheit im Endeffekt komplett durch hast. Dementsprechend mache ich jetzt hier ein Übersichtsvideo, sodass du genau weißt, was ist denn bitte in der Playlist quadratische Funktion zeichnen drin. Dann weißt du nämlich, ob diese komplette Playlist etwas für dich ist. Du kannst mit einem Klick, zum Beispiel wenn du hier aufs i klickst, ja direkt zur Playlist kommen. Und dann weißt du auf jeden Fall, ob da deine Videos, die du gerade brauchst, ja enthalten sind oder nicht. Dann musst du nicht den ganzen Kanal durchsuchen oder sonstiges. So, wie gesagt, diese Playlist, die geht darüber, wie man quadratische Funktionen, Parabeln, ja zeichnet. Das Einstiegsvideo wird auf jeden Fall sein, wie ich dir erkläre, wie man die Normalparabel, das heißt f von x ist gleich x Quadrat, zeichnet, ohne vorher eine Wertetabelle zu erstellen. Also hier geht es ganz klar um f von x gleich x Quadrat. Danach geben wir ein, ja, ist eigentlich schon ein bisschen Schwierigkeitsniveau immer aufsteigend, das muss ich schon zugeben. Danach reden wir im nächsten Video darüber, wie man eine Funktion zeichnet, die so aufgebaut ist wie x Quadrat plus minus Zahl. Also zum Beispiel so etwas wie f von x, also x Quadrat plus minus Zahl, sagen wir einfach mal plus 2. Oder aber g von x ist gleich x Quadrat minus 3. Das heißt, am Ende ist eine Zahl eingefügt. Wie gesagt, das Ganze ohne Wertetabelle, das heißt, du hast nur die Funktionsgleichung gegeben und du sollst direkt den Funktionsgraphen zeichnen. Im dritten Video geht es darüber, darum, wie du so etwas wie Klammer auf plus minus Zahl Klammer zu hoch 2 zeichnest. Also zum Beispiel so etwas wie f von x ist gleich Klammer auf x minus 1 Klammer zu hoch 2. Oder aber g von x ist gleich x plus 2 in Klammern hoch 2. Im vierten Video geht es dann um eine Kombination zwischen den beiden. Also Klammer auf x plus minus Zahl Klammer zu hoch 2 plus minus Zahl. Was stelle ich mir da vor? Naja, sowas wie f von x ist gleich x minus 2 hoch 2 plus 1. Zum Beispiel sowas. Natürlich werde ich dir bei jedem Video auf jeden Fall einen Tipp geben, wie du dann den Scheitelpunkt ermittelst und so weiter und so fort. Im fünften Video, da kümmern wir uns um die Stauch und Streckung. Ich werde es natürlich dann auch sagen, wie man die Funktion dann, was man damit macht, wie man das benennt. Verschiebung, Stauch und Streckung und so weiter. Hier geht es auf jeden Fall um Zahl plus minus, also plus minus Zahl mal x Quadrat. Zum Beispiel sowas wie 0,5 mal x Quadrat. Ich werde natürlich auch manchmal Dezimalzahlen nehmen, manchmal Brüche nehmen, sodass es auf jeden Fall safe klar geht. Im sechsten Video kombinieren wir eigentlich Schritt 2 mit Schritt 3 und mit Schritt 5. Das heißt, da haben wir dann so etwas wie, keine Ahnung, minus 2 mal x plus 1 hoch 2 minus 3. Das heißt, so etwas. Wie du direkt ohne Wertetabelle so etwas zeichnen kannst. Und natürlich weißt du vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon, dass es zwei verschiedene Darstellungsformen von Parabeln bzw. quadratischen Funktionen gibt. Einmal die Scheitelpunktform und einmal die normalen Form. Und es gibt immer wieder ein Anzeichen, welche, wenn man sie denn, ja, ohne Wertetabelle zeichnen soll, welche man in die Scheitelpunktform umwandeln soll und welche nicht. Das heißt, im letzten Video werde ich auf jeden Fall mit dir darüber reden, welche Funktionstypen, also wie sie aufgebaut sein müssen, ob du dann halt, wie gesagt, diese Scheitelpunktform erstellen sollst oder nicht. Und ja, das wäre dann so meine Idee für diese Übersicht. Wenn du jetzt der Meinung bist, dass noch irgendwas fehlt, zum Beispiel wie man eine Parabel zeichnet, wie man irgendwas anderes zeichnet, dann schreib mir das unbedingt in die Kommentare und ich werde dem nachgehen, ich werde es auch noch einbauen. Dann kannst du nämlich diese Playlist mit deinen Ideen auf jeden Fall ergänzen. Und wenn du diese Videos, die jetzt kommen werden, auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, vergiss nicht irgendwie zu bewerten, auf jeden Fall einen Kommentar dazulassen. Und das höchste der Gefühle wäre natürlich ein Abo oder aber dieses Video per Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp, auf jeden Fall WhatsApp, das ist das Beste, ja, zu teilen. Das war's von mir heute. Ich hoffe, dass dir diese kleine Playlist auf jeden Fall helfen wird. Und jetzt wünsche ich dir immer viel Erfolg beim Lernen.